Ja, servus Leute und herzlich willkommen zum nächsten Video. Jo, wir haben es durch den, ich glaube, der 21. seit. Ja, genau. Und ich stehe in meiner Küche. Diesbezüglich werde ich auch mal ein anderes Video machen. Das können wir gerne mal machen. Bin ich darauf angesprochen worden. Was hat es eigentlich da damit auf sich? Oder sagen wir so: Ja, destilliertes Wasser machen wir selber. Oder auch Öle selber zum Destillieren. Das hat zwar alle der Ausdestilliert darf jeder daheim haben. Ist kein Problem. Plus natürlich muss man nicht dafür Schwarzbrenner. Klar. Schnaps machen selber ist nicht. Ja. Genau. So. Was anderes? Was machen wir in der Küche? Mein letztes Projekt mit gewascht. Das sind die Überbleibsel davor. Es sind schon deutlich weniger geworden. Schmecken es auch gut. Denn da habe ich noch vor einem Bekannten gekriegt. Von Micha. Ich habe schon ein bisschen was abgeschnitten. Aber was Feins. Ja, und das ist wieder mal soweit. Gestern war wieder Verkaufstag, weil ich auch fruchtbar bin, wo ich eigentlich mein Fleisch immer hole. Ja, machen wir halt in der Hinsicht jetzt da mal Werbung. Ich meine, ich kriege keine Provision dafür oder so, aber kann man ja auch mal ansprechen. Ich hole mein Fleisch bei der Direktvermarktung Schmidt in Leuchau. Leuchau war es das bei uns. Und ja, ich bestelle mir mal vor, was ich brauche. Das werden wir immer zusammengepackt und dann gehe ich immer Samstag rauf, wenn die halt offen haben. Die haben immer gewiss auch durch. Und dann hole ich mir was. Ja, ich mache jetzt da einfach auch mal ein bisschen Werbung für die Direktvermarktung Schmidt, weil die wirklich sauguter Sachen haben. Muss ich schon echt sagen. Und ist halt alles regional. Das Video muss man halt dann als Werbung deklarieren. Ne? Ja, wie gesagt, ich habe keine Provision oder was davor. Aber die haben immer fest auf Verkaufstuch. Wie es zum Beispiel am 20. war. Oder dann wieder am 6. März, 20. März. Und das springt halt immer so, jeden zweiten Samstag kommen so. Und das ist eigentlich nicht schlecht. Ist eine schöne Sache. Ich bestelle mir, was ich brauche. Hol's dann ab, ganz frisch. Und ja, dann habe ich's da. In dem Fall habe ich Schweinefleisch und Rindfleisch. Das Rindfleisch ist Angus. Die haben es auch selber. Und da war immer eins geschlacht. Und ich habe mir gleich wieder ein Fleisch vorbestellt. Was war jetzt da draus? Das habe ich jetzt mit dir ein Stück davor. Ganz einfach: Hackfleisch selber machen. Fleischwolf auf meine Küchenmaschine von da drauf. Jo, lassen wir jetzt gleich da durch. Der ist gekühlt, den habe ich gerade draufgeschraubt. Der kommt aus dem Kühlschrank, der ist noch richtig schön kalt. So, genau. Und das lassen wir jetzt einmal durch. Muss ich aber vorher ein bisschen Lack schneiden.
Wir haben jetzt da ein bisschen gemischtes schon. Schweinehack. Rinderhack. So. Ein bisschen gemischtes, das mache ich uns wieder. Zack. 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 Genau, das dann einmal auf zwei Beutel dann auf. Das vakuumieren wir ein. Vom Schwein machen wir dasselbe Spielchen. Zack. Zack. Und so. So. Ja, ein bisschen noch. Gut. Dann haben wir da noch gemischtes. Wir waren mit dem Gerät. Möglichst eine schöne saubere Arbeitsfläche. Dann mache ich mir gleich Beutel zurecht, in denen ich mein Hackfleisch dann einfrieren kann. So, warum mache ich die Beutel so groß? Damit ich das Ganze schön platt drücken kann. Je flacher, desto schneller friert es durch, desto besser ist es.
So, das war's. Und schon ist euch Spaß. Schwein. Gemischt. Rind. So, das Fleisch ist eingefroren in der Gefriertruhe. Und jetzt geht's weiter. Jetzt wieche ich für meine polnischen die Gewürze zusammen. Ich habe jetzt von meinem Nachbarn ein Rezept gekriegt. Das werde ich jetzt einmal ausprobieren. So, hat sich bei ihm ganz gut bewährt, weil die da ein wenig waschen. Und ja, das probiere ich jetzt einfach einmal aus. Was hat er denn ein wenig drin? Kümmel gemahlen und Kümmel ganz, Muskatpulver, Piment und Knoblauchpulver. 20 Gramm Bögelsalz, Pök, Umrührmittel habe ich jetzt nicht. Kann man aber auch Traubenzucker zugeben, genau. So. Schweinefleisch mager, Schweinefleischfett, das haben wir. Jo. Wenn wir mal zusammenwiegen. Nehmen wir eine kleine Dose zusammenwiegen und dann ist dann neu. So, das aufs Kilo gerechnet. Ich habe 3 Kilo Fleisch. Das ist in der im Kühlschrank. Das heißt, wir brauchen 60 Gramm Bögelsalz. Ist das eine Präzisionswoch? Die misst 10 Gramm. Habe ich als Tipp vom Nachbarn. Ja, der Nebel. Habe ich als Tipp vom Nachbarn gekriegt. So ist gut. Und das Bögelsalz. So, 3 Gramm Traubenzucker pro Kilo. Das heißt 9 Gramm. Hallo? So vielleicht. Pfeffer weiß, aber ich habe gesagt, komm mal Pfeffer schwarz nehmen. 2 Gramm gemahlen. Das wären dann 6 Gramm, dann machen wir 3 Gramm gemahlen. Und 3 Gramm stoßen wir frisch.
Du dafür mal anmessen. Gut, dann brauchen wir 1 Gramm Kümmel gemahlen, das wären aber dann 3 Gramm. Den müssen wir mal. Wo ist er denn? Du bist alles, dich will ich nicht. Drei Gramm ganz. Und 3 Gramm zerstoßen. Muskatnuss. Hatten wir auch immer. Oh, frisch gemahlene Pfeffer, die bleiben Duft. So, jetzt habe ich das Gewürzezeug vermohlen. Ja, so richtig fein ist es nicht, aber auf jeden Fall schon viel besser als vorher. Piment ist noch mit reingekommen, hätte ich jetzt fast vergessen. Genau. Ja, da haben wir alles. Wofür so eine kleine Masse doch alles gut ist. Zack. Dann ist das jetzt die komplette Gewürzmischung. Das ist mein Pökelsalz drin. Das ist mein Traubenzucker drin, den ich da unten brauche. Der Pfeffer weiß, gehe ich ja Pfeffer schwarz getauscht. Weil das hat er mal gesagt, du nimmst mir lieber schwarzen, ist besser. Ist drin. Der Kümmel ist drin. Der Kümmel ist drin, der ganze. Muskatpulver haben wir auch drin. Piment haben wir drin. Knoblauch fehlt jetzt noch. Knoblauch kommt jetzt da noch eine Knoblauchzehe, die wird klar geschnitten und kommt auch mit rein. Und dann passt es. Genau. So. Die Wurstmasse habe ich jetzt durchgelassen. Im Endeffekt ist selber wie beim Hackfleisch gewesen, bloß mit der gröberen Scheibe. Die Gewürze habe ich untergemengt, da wie beim gemischten Hackfleisch, einfach mit der Hand untergeknetet. Und steht jetzt dahinter. Ja. Ein Haufen Pfeffer mit drin. Da habe ich jetzt ein wenig dunkler Färbung mit. Jo. Da hüben ist das Hackfleisch eingefroren. Das ist noch ein Schnitzelrouladen. Das sind Knochen für die Hunde, die ich immer dahinter eingefroren habe. Da hüben ist Wildfleisch drin. Das ist noch ein Schweinebraten. In der Zeitung drüber, glaube ich, das sind noch, die haben wir gekriegt von den Duffmetzger da, ein paar Weißwurst. Der Beutel da hinten ist für Trockenfleisch, Schweineschnitzel. Und unten drin liegen noch zwei Brote. Ja, das ist die Grusa-Truhe. Die ist dann auch mal gerechnet, wenn ich einmal meiner so schlacht. Dass ich mal Zeug irgendwo einmal reinbringe, wenn es verarbeitet ist. So, und damit es jetzt da innen, ich meine, gut kalt bleiben wird es ja eh. Die Kälte ist ja in der Truhe unten drin, geht ja nicht raus. Aber damit es jetzt gut gekühlt ist, lassen wir es noch ein wenig da innen stehen.
soll jetzt nicht einfrieren, also das heißt nicht jetzt oder 3-4 Stunden da stehen lassen, weil dann kriegst du nicht mehr raus. Aber dass es einfach noch gut gekühlt ist, dass es nicht so arg erwärmt und beim Wurst durchlassen dann, das dauert ja doch einen Moment. Was ich jetzt machen will, ich schnappe mir jetzt da mal meinen Kochpot, hol mir Äpfel unten für die Schweine und dann koche ich nebenbei nämlich noch Schweine in der Garage. Kartoffeln für die Schweine in der Garage. Ich koche Schweine in der Garage. Alles klar. Ja, sowas passiert. Guten Morgen, Herr Fischer. Gut. So Leute, jetzt geht's ans Wurstfüllen. Die wascht selber oder das Waschbrät, wo jetzt die ganze Zeit in der Gefriertruhe. Die Därme habe ich die ganze Zeit gewässert. Das ist der Anfang. Immer schön in Wasser eingelegt. Heute bin ich ein wenig schlauer wie das letzte Mal, nämlich gleich die Grus abtüllen. Beim letzten Mal habe ich auch kleiner genommen, weil ich gedacht habe, der Darm geht noch nicht drauf, der dehnt sich nicht so. Ja, scheißdreck was. Das ist besser gegangen wie gedacht. Der dehnt sich nämlich saumäßig. So, jetzt sind wir ein bisschen schlauer wie das letzte Mal. Den Darm hast du mal offen lassen, nicht wieder zuknoten, weil das war beim letzten Mal nämlich dann scheiße. Wer sich jetzt fragt, warum wieder scheiße, naja, bis die Waschpfanne rauskommt, drückt es erst einmal Luft nach vorne, die kann irgendwo anders hier als in der Darm, da haben wir gleich einmal Luftblasen drin. Das möchte man ja vermeiden. Thank you.
So, wir haben mittlerweile Montagabend, den 22. Ja, die Waschtour habe ich gestern fertig gemacht, also gefüllt und aufgehängt. Ja, und da hängen sie jetzt. Ja, ich habe schon gesagt, gekriegt, dass ich jetzt auch ruhig noch Pralle füllen kann. Ja, jetzt im Nachhinein, die schrumpeln dann natürlich zusammen, weil Feuchtigkeit rausgeht. Also da wäre auf jeden Fall noch mehr gegangen, wäre möglich gewesen. Das sind die zwei letzten, die habe ich handgefüllt. Also man sieht schon in den Darm, da geht ein Haufen rein. Wäre auf jeden Fall viel dicker gegangen, aber gut. Wie gesagt, das ist jetzt das zweite Mal gewesen und beim nächsten Mal können wir es ja wieder ein wenig anders machen. Kann ja bloß besser werden. Die da möchte am liebsten blauer, ja, weiß ich schon. Das da waren ja die letzten, wo ich gemacht habe. Und ja, im Vergleich dazu sind die natürlich schon deutlich dicker geworden. Immer noch nicht perfekt, aber Übung macht ja bekanntlich den Meister. Ja, genau, das sind die Wäsche. Die hängen jetzt da paar Tage ab. Ich komme erst am Freitag zum Rauchen. Ich hoffe, das Wetter, das bleibt in die Plusgrade. Aktuell haben wir 2,7 Grad draußen. Ja, Rauchen ist den ganzen Tag über dann, also 8 Stunden. Wie gesagt, müssen wir mal schauen, vielleicht klappt das dann auf dem Freitag zu. Da habe ich ja normalerweise eh Zeit. Und genau, dann hätten wir das nämlich auch. So, Fleischwolf ist gestern gewaschen worden, Kabel aufgeraubt worden. Wenn er wieder neu passt. Der war doch da schon mal drin. Gut. Klappten zu. Fertig. Jo, genau. Also das war's auf jeden Fall da soweit. Und ich würde sagen, wir machen jetzt für diesen, ja, ich weiß gar nicht, wie ich ihn jetzt nenne. Bin schon am überlegen, ob ich den überhaupt als Farmvlog rein tue. Obwohl wir es ja eigentlich auch machen können, weil es gehört ja irgendwie zu meinem Bauernhofleben dazu. Weil ich mache es ja so wie früher. Das zeige ich selber. Ja, ich habe mir gedacht, ich mache die Woche einen Zwei-Vlog, wenn es klappt. Also den jetzt dann für euch. Und den nächsten dann, wenn die Wäsche geraucht sind, dass das echt wie sie dann ausschauen. Und wenn denn alles gut geht, wenn die Ballenzange kommt, dann das noch mit. Ja, Düngerstreuer oder Kalkstreuer muss auch gut zusammengebaut werden. Ich habe heute schon angefangen mit den ersten Teilen, überall ein wenig Fett drauf, was noch gefällt hat. Das Rührwerk ist wieder drin. Und die Hemmschiene, aber die geht nicht ganz neu. Ich habe die Bretter unten neu gemacht und neu gebohrt gehabt. Und scheinbar haben sie nicht exakt gepasst oder was. Müssen wir mal gucken, dass die wieder neu geht. Aber das machen wir dann einfach im nächsten Vlog. Das erfahrt ihr beim nächsten Mal. Ich wünsche euch in diesem Sinne jetzt dann eine schöne Woche. Wir hören uns im nächsten Vlog wieder. Bis die doch und Servus!